Kann ich ihn töten? Folter! Okay. Es kümmert ihn nicht. Ach! Und ich sage, ich sehe keinen Hebel. Und der Hebel ist so groß wie mein Penis. Egal. Jeremiah, ich habe es geschafft. Oh mein Gott, jetzt müssen wir uns diesem komischen Echsenvieh stellen wahrscheinlich. Natürlich. Erstmal spawnen die. Aus irgendeiner Höllendimension. Sind aber an sich keine große Herausforderung. Ach, er hat ein Langschwert. Und offensichtlich weiß er es einzusetzen. Nein, komm hoch. Wow, das Mega-Vieh. Der Sucker on the Mucker on the fucking Ducker. Ich find's geil, wie eckig die Schultern und alles sind. Aber mein Gott, so sah man damals halt aus. Als ich geboren wurde, da war ich auch nicht mehr als ein Haufen Pixelbrei. Na, er kuscht. Er kuscht. Stirb. Na endlich. Und der Goldschlüssel ist unser. Jeremiah. Viel Glück und passt gut auf meinen Schlüssel auf. Ich musste ihn viele Jahre lang an einem sehr privaten Ort aufbewahren. Das werden wir. Und vielen Dank. Keine Ursache. War mir ein Vergnügen. Ich muss sofort meine Hände verbrennen. Sterilisieren. Ich werde meine Hände mit dieser Hot Cheese Dip sterilisieren. Mein Gott, ich krieg den Verschluss nicht auf. Es muss so gehen. Schlimm genug. Naja. Das nehmen wir da noch ein Stückchen von. Nein, also auf jeden Fall, bevor wir Fuge begegnen... Oh mein Gott. Der Duke! Wir brauchen einen ganz bestimmten Schlüssel für ihn. Wir haben den Duke gefunden, das ist schon mal sehr gut. Und tatsächlich wird Chains von diesen komischen Biestern bewacht. Gar keine menschlichen Wesen. So, wie komme ich jetzt da oben hin? Gar nicht. Okay. David, nimm mal die Erdkugel. Oh. Gar nicht schwach. Das geht doch. Na, kriegt das noch einmal hin? Ne, kriegt er nicht mehr hin. Bei Jack brauche ich es gar nicht versuchen, also nehmen wir mal eben den Feuerbogen. Und eliminieren die mit einem letzten Schuss. Bams. Mein Gott, wir haben den Duke gefunden. Ich muss mit dem Duke reden. Nein, und da kommt schon wieder einer. Sie kamen von überall. Ich finde es schon ein Wunder genug, dass sie den Duke haben leben lassen. Ich meine, eigentlich hätten sie ihn töten können. Es hätte gereicht, die Nachricht, dass sie den Duke gefangen haben und dass er lebt, aber sie hätten ihn ja töten können. Um mich anzulocken, hätte das gereicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Fuge mich will. Nur mich. Er will meinen süßen Knackarsch. Oh, habe ich gerade ein privates, prekäres Detail meiner Persönlichkeit preisgegeben? Wald ist der gläserne Mensch.
So. Okay, das funktioniert so offensichtlich nicht. So auch nicht. Ich hasse das. Ich hasse das. Wirklich, wenn es etwas gibt, was ich hasse, dann ist es das. Danke. Duke! Was macht ihr hier? Eure Aufgabe ist viel zu wichtig, als dass ihr sie durch euer Herkommen gefährden solltet. Ja. Wir brauchen euch. Seid ihr in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Ihr müsst den Wärter finden. Er ist der Einzige, der die Schlüssel zu diesen Zellen hat. In Ordnung. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Duke. Bastard. Und David, seid vorsichtig. Ich weiß ganz genau, warum er mir das sagt, weil er weiß, dass Fuge hier ist, vermutlich. Jetzt die Frage, ist Fuge der Wärter oder ist der Wärter wirklich nur ein Wärter? Erstmal müssen wir jetzt diesen Schützen da oben. Sehr gut. Kloppt euch mal ein bisschen. Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Jetzt kämpft Jack wenigstens mal, wenn ich ihn nicht anvisiert habe. So läuft das also. Aber Chiaro macht nichts. Zumindest abgesehen davon, mal hin und wieder einen vorbeilaufen und zu töten. So, eine Toilette. Aber ich muss sowieso mal dringend kacken. Ist ja auch merkwürdig. Ha! Keine starken Biester, aber vor allem nervige Biester. Ich hasse diese Art von Gegner. Ich nenne sie auch Spielzeitstrecke. Hört das nochmal auf. Ich meine, der Spieleentwickler muss sich doch wohl im Klaren sein, dass die mich nicht besiegen können, egal was sie tun. Also soll er sie mir auch nicht entgegenschleudern in solchen Massen. Na, kommen wir zu Fuge. Ah. One hit. Alles satt. Verdammt, das wäre so geil gewesen. Ich hätte 4 auf einmal killen können. Wie viel Schaden Jack macht. Da bin ich ja fast schon ein bisschen neidisch. Okay. Lass mich raten, wie viele von diesen Truhen sind Fakes? Alle? Da geht's weiter runter. Bomben? Es gab in dem Spiel Bomben? Es gab in dem Spiel Bomben? Warum wusste ich da nichts von? Komm, jetzt den noch. Habt ihr die da vorne? Die da vorne habt ihr natürlich nicht tot. Und Jack steht auch nur so da. Warum habe ich Frame einbüßen? Warum? So. Ja, das war klar. Gott sei Dank können die echt gar nichts. Chaostrank. Feuerpfeile. Das ist sehr gut. Und normale Pfeile. Immerhin 15 Feuerpfeile. Vielleicht brauchen wir die für den Wärter.
Es gibt sowieso in jedem zweiten Spiel irgendwie ein Gefängnis mit einem Wärter. Ja, töte sie. War's das? Jo. Oh Gott. Ihr wisst wahrscheinlich, was das bedeutet. Es steht uns ein Endboss bevor. Ich frage mich allerdings, ist es Fuge? Ich bin. Ist es Fuge? Wenn es Fuge ist, dann bin ich jetzt aufs Extremste angespannt, denn Fuge ist, wie gesagt, einer der stärksten Gegner im ganzen Spiel. Man hat aber auch eine Verbindung zu ihm, er ist einfach ein Arsch. Okay. Das ist offensichtlich noch nicht Fuge. Das kann aber jetzt auch nicht mehr lange dauern. So, Jack hat ein bisschen wenig Leben. Was hat er fallen gelassen? Diese Winde kann ich nicht drehen, man kann nur da lang. Warum hat die Musik so komisch gewechselt? Das ist mir nicht geheuer. Auch nicht richtig, natürlich. Na komm schon, du kleiner Fettklops. Du Schimmelglumander. Wow. Man wird mit Stärketränken, explosiven Tränken, Chaostränken und sonst was Tränken überschüttet. Ihr wisst, was das bedeutet. Es bedeutet, dass nur ein starker Gegner bevorstehen kann. Ansonsten würde man kaum diesen Bonus bekommen. Okay, ich muss hier unten. Ah, das hatte ich vorhin nicht gesehen. Ja, dann sehr gut, dass wir nochmal da lang gegangen sind. Oh Gott, ja. Mein Glückwunsch. Für drittklassigen Abschaum habt ihr euch recht wacker geschlagen. Aber jetzt werdet ihr langsam lästig. Dann werde ich euch erlösen und der Angelegenheit ein schnelles Ende bereiten. Ich würde ja sagen, es war mir eine Freude, eure gesamte Sippschaft auszurotten. Aber ihr wart alle einfach zu pathetisch. Gesamte Sippschaft? Oh, bitte, ihr könnt doch nicht so dumm sein. Hat euer Großvater euch nicht erzählt, was mit eurem Vater geschehen ist? Er wurde getötet, als er sich einer Bande von Unholden entgegenstellte, die unser Land verwüsteten. Ein nobles Vorhaben, bei dem er einen tragischen Fehler beging. Aber ihr müsst wissen, es gab nur einen Unhold. Mich! Euer Großvater war offensichtlich zu beschämt, um euch die Wahrheit einzugestehen. Nein! Er hat versucht, mich zu schützen! Er starb, um mich zu schützen! Tja, darüber müsst ihr euch nicht mehr lange den Kopf zerbrechen, denn ihr werdet ihn schon sehr bald selbst fragen können.